Zweivierteltakt. Wir beginnen mit einer sehr einfachen Taktart, die alle eigentlich im Blut haben, ist der Zweivierteltakt. Wir hatten zuerst Pulsationen gelernt, gleichmäßige Schläge, dann Taktierung, dann haben wir Lagu kennengelernt, um eine Taktart erstmal grundsätzlich zu erfassen. Diese Technik nutzen wir jetzt auch, um erstmal die Zweivierteltaktart für uns in die Hände zu bekommen, sozusagen. Wir zählen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und Schluss. Wir haben ein Medium-Tempo gewählt. Das war unser Tempo für die vierte. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1. Man kann das Ganze schneller wählen, die vierte, also als ja, schneller deklarieren sozusagen. Wenn das jetzt unsere vierte sind. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, dann sähe der so aus. Normalerweise ist es aber etwas ruhiger. Wir nehmen also unser ruhiges Tempo nochmal für den Zweivierteltakt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und Schluss. Jetzt wollen wir erstmal eine Sprache finden, die besser ist als das Zählen. Natürlich kann man zählen immer 1, 2, 1, 2 und so weiter. Das kann man machen, funktioniert aber auch nicht immer wirklich gut und ist auch ein bisschen verwirrend. Deswegen ist es gut, wenn man Vokabeln wählt, also Figuren wählt, die leichter zu sprechen sind und sich auch besser einprägen lassen. Und zwar entlehnen wir das wieder der indischen Rhythmik und da wird die Zweierfigur in zwei Silben eingeteilt. Das erste ist Ta und das nächste Ke. Ta, Ke. Wir zählen also jetzt nicht mehr 1, 2, 1, 2, sondern sprechen unsere Zweiergruppe, die da heißt Ta, Ke, 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 Ta, Ke. Ich habe also jetzt zwei Varianten. Das eine ist das Durchzählen in dieser Lagu-Technik und das zweite ist das Sprechen der Taktart. Na? Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke. Um jetzt ein Klatschen zu finden, was ein bisschen weggeht von diesem sehr akademischen Abzählen, übernehmen wir einfach den Grundschlag. Es gibt verschiedene Techniken, um Taktarten zu markieren. Für den Zweiviertel braucht man eigentlich nicht viele, eigentlich nur eine. Aber im langsamen Tempo bestände die Möglichkeit, zwei zu verwenden. Ich mache das einmal kurz vor. Die Haupttechnik ist der Schwerpunktschlag, Handteller zusammen. Als ein echter Schwerpunkt die 1. Das Ganze kann man auch leichter machen. Das ist ein kleinerer Schwerpunkt innerhalb der Taktart. Unterschied? Schwer, nicht ganz so schwer. Und dann gibt es noch einen Puls, den man mit dem Handrücken markieren kann. Dieses. Und das bietet sich für den Zweier eigentlich ganz toll an, das zu kombinieren, wenn man es langsam macht. Eine langsame Zweiviertelfigur. Könnte also aussehen. Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke. Ich gehe also weg von meiner sehr akademischen Abzählvariante, die ich vorher hatte, ja, dieses hier, wo ich nur abzähle, und suche eine Variante, die körperlicher ist als jene. Und da drehe ich einfach die Hand. Und dazu kann ich sprechen. Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke. Ta, Ke, Ta, Ke. Das ist die einfachste Variante, einen Zweiviertel körperlich darzustellen und sprachlich. Ta, Ke, Ta. Wenn der Zweiviertel jetzt schneller wird, zum Beispiel Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke, Ta, Ke. Das Problem wird ziemlich offensichtlich, irgendwann wird es zu schnell für die Handdrehung.
Und da ist es nicht mehr notwendig, diesen zweiten Schlag zu markieren. Ich markiere also nur noch den Anfang. Eins, zwei, eins, zwei. Das sind mal die Anfänge. Und dann sehe ich, Taki, 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 Taki. Ja, das steckt da drin. Ta, 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 ta. Taki, 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 ta. Wir haben also zwei Varianten. Für langsame zwei Viertel würde ich vorschlagen, dass man diesen Wechsel zwischen Handteller und Handrücken benutzt. Wäre also zum Beispiel in so einem Tempo sehr schön. Ta, ge, ta, ge, ta, ge, ta, ge. Und sobald das Ganze schneller wird, reicht es, wenn man die 1 als Schwerpunkt markiert. Ta, ge, ta, ge, ta, ge, ta, ge, ta, ge, ta, ge, ta. Zu üben wäre also das Sprechen ta, ge, ta, ge, ta, ge in verschiedenen Tempi, man kann es langsam zählen. Ta, ge, ta, ge, ta, ge oder schnell. Ta, ge, 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 ta. Ja, unterschiedlichen Tempi üben und klatschen. Einmal langsames Tempo, immer mit Sprechen auch. Ta, ge, ta, ge, ta, ge, ta, ge, ta. Immer zur nächsten 1. Im schnellen Tempo mache ich nicht alle Bewegungen mit, aber spreche alles. Taki, 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 ta. Viel Spaß.